So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Nach Tag 2 geht es weiter mit umgekehrt, nach Tag 1 geht es weiter mit Tag 2. Was logisch ist. Ja, heute werden wir das machen. Und zwar, wir beginnen mit Tag 2, die Autonomen, und werden uns dafür ein wunderhübsches Auto aussuchen. Und zwar den Alligator oder Porsche Cayenne VW Touareg Verschnitt Mischung Ben, Dings. Senior, kommen Sie bitte kurz in mein Büro. Unsere Chefin klingt dort irgendwie streng. Ab heute wird auch die Autobahnpolizei in Bereitschaft versetzt, um den Ablauf der Wirtschaftskonferenz zu sichern. Die örtliche Polizei hat zwar Protestaktionen und Demos eingeplant, es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass wohl deutlich mehr Konferenzgegner als erwartet kommen. Wie können wir ohne Vorbereitung eingebunden werden? Es gibt vermehrt Hinweise, dass sich in der ganzen Stadt Autonome versammeln. Jetzt schon? Die Weltwirtschaftskonferenz ist doch erst in ein paar Tagen. Noch ist es zu keinen Ausschreitungen gekommen, aber wir sollten vorsorgen. Fahren Sie in Frage kommende Gebiete ab und protokollieren Sie, wo sich die Autonomen aufhalten. Alle Streifenwagen haben diese Anweisung. Die Daten werden gesammelt, um festzustellen, inwieweit die polizeilichen Maßnahmen verstärkt werden müssen. Geht klar. Alles klärchen. Nehmen wir den Auftrag doch mal an. So, weiter geht's. Mit Alarm für Cobra 11. Ja, die ersten zwei Parts sind ja schon eine Weile oben. Ich habe eine ziemlich lange Zeit nicht mehr gespielt. Oh, der fährt sich gut. Das ist Handbremse, ich wollte Nitro. Ach, wobei, wir haben ja gesagt, wir nutzen das Nitro nicht. Ja, ich habe jetzt eine Weile lang nicht gespielt. Aus Zeit- und Lustgründen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Also beziehungsweise in den nächsten 3-4 Wochen wird es so sein. Oh, dass ich relativ wenig Zeit habe zum Aufnehmen. So, hier sind schon mal Autonome. Weil ich schon fette Prüfungen angesagt habe, die halt für meine Ausbildung voll zählen, für das Abschluss, für die Abschlussprüfung. Und die will und darf ich nicht verkacken. Weil sonst ist scheiße. Genau. Aber ich habe heute frei, deshalb hindert mich das nicht, bisschen aufzunehmen. So, die Parts scheinen ja, oder beziehungsweise das Projekt scheint eigentlich ganz guten Anklang bei euch zu finden. Nichts los. Ja, es freut mich, dass für diejenigen, die es gucken, dass euch für euch interessant ist. Falls irgendwer noch Verbesserungsvorschläge oder Wünsche hat, was ich doch mal ausprobieren soll oder zeigen soll oder so. Die haben sich die Autonomen einen schönen Platz ausgesucht. Dann sagt das doch. Schreibt es mir in den Kommentaren, was ich, wow, die Physik, was ich für euch ausprobieren oder euch zeigen soll. Weil ich kann das ja nicht wissen, was ihr alles wissen wollt. Ich werde auf jeden Fall einfach alle Missionen abackern. Einschließlich diesem Autosuchzeugs-Dingens da. Wir haben ja letztes Mal, oder haben wir das noch nicht? Mist, ich glaube, ich habe gar gespoilert. Egal. Ja, ich halt mal die Fresse. Sonst erzähle ich noch mehr. Noch ein Lager. Sieht friedlich aus. Also, ich werde versuchen, das Spiel auf 100% zu spielen. Ich denke, das ist machbar. Und was ich einfach so nötig lassen muss, die Grafik ist zwar nicht gut, also, die ist nicht schlecht, aber geht besser. Mann, wo die überall herkommen. Oh, aber die Story, also ich muss sagen, die Story bringen sie in jedem ihren Spielen bis auf das Neueste eigentlich relativ gut raus. Hier hat mir die Story wirklich gut gefallen. Danach kam ja Burning Wheels, soweit ich weiß, oder vorhin, die habe ich das auf jeden Fall nicht gespielt. Hoppala. Aber das Syndikat kam ja dann nachher raus. Und das, muss ich sagen, hat mir auch richtig gut gefallen. Ist zwar ein bisschen monoton, das ganze Let's Play, aber es hat mir gut gefallen, also kann ich nicht klagen. Und da war auch die Grafik ein bisschen besser. Nur Undercover ging mir so ein
ganz klein wenig gegen den Strich, weil war immer das Gleiche, halt immer so. Ups, den habe ich nicht keine gesehen. Keine Ameisen. Immer so rennfahren und verhaften und kaputt fahren und wieder rennfahren, wieder verhaften und nochmal kaputt fahren. Und das 12 Mal. So, ja. Und ja, mit der Zeit ging es mir dann einfach auf den Senkel. Ich habe es durchgespielt. Denke schon. Lass uns die Daten abliefern. Und ich werde es euch auf jeden Fall auch noch präsentieren. Aber ja. Ist meines Erachtens das schlechteste Cura 11, was je rausgekommen ist. Also, nee. Verdammt, was war das denn? Einer der Wagen, der gerade an uns vorbei ist, hat was aus dem Fenster geworfen. Bei der Entzündung kann es keine Zigarette gewesen sein. Nee, ich tippe auf eine Brandbombe. Na, die Jungs ziehen wir mal ganz schnell aus dem Verkehr. Es gibt schon noch ein schlechteres Cobra 11, so ist es nicht. Ich habe eins für die PS2, das ist grottenschlecht. Also, schlimmer als das geht's nicht. Aber ist halt von den neueren her das Schlechteste des Undercover. Alter, bleibst du wohl stehen? Komm her. Komm, fahr gegen die Wand. Bitte. Dann fährt eiskalt weiter. Komm mit deinem Dodge Ram. So, diesmal bleibst du hier. Du bleibst hier, habe ich gesagt. Zentrale für Cobra 11? Wo brennt es? Hier, wir haben Autonome gestoppt, die Brandsitze aus dem Wagen geworfen haben. Schickt ein paar Wagen, um sie abzuholen. Sind gleich unterwegs. Meine Güte, wenn die Typen so weitermachen, das wird noch eine lustige Konferenz. Ja, die hätten sie besser auf irgendeinem Pazifik-Atoll veranstaltet. Habt ihr da auf die Straße geachtet, dass diese so Unebenheiten hat? Das finde ich auch so ein kleines, cooles Detail. Weil die Straßen sind in Deutschland generell nicht immer so richtig schön ausgearbeitet. Und das haben sie halt auch wirklich hier umgesetzt. Sie haben sich die Mühe genommen, nicht nur einfach eine Straße so platt hinzumachen, sondern sie haben auch da das Zeugsens gemacht. So kaputte Straßenteile und so. Das finde ich toll. FPS geht wieder hoch, bitte. Sag mal, Ben, wann genau war jetzt das Treffen mit Charlie zum Trucker-Frühstück? Ups, du hast recht. Dann sollten wir uns mal schnell auf den Weg machen, sonst wird der Kaffee kalt. Okay, ja. Typisch Ben und Semir, einfach fürs Frühstück rechtzeitig da sein. Koste es, was es wolle. Aber mir gefällt der Wagen richtig. Also ich mag generell, es ist ein BMW 3er Verschnitt. Ich mag BMW eigentlich ganz gut. Nur sind halt ein bisschen teuer. Bei uns. Na gut, in der Schweiz ist sowieso alles überteuert. Vom Essen bis zum keine Ahnung, vom Essen bis zum Auto ist alles wirklich überteuert. Ja. Ich habe in letzter Zeit viel mit den Leuten von Creepy Cube, Greenbit Tube, so heißen die Jungs, gespielt. Auch aufgenommen natürlich. Sind übrigens auf meinem Kanal verlinkt. Mit denen habe ich in letzter Zeit ziemlich gut Kontakt eigentlich. Sind zwei nette Jungs. Einer davon ist auch ein Schweizer. Tut eigentlich nichts zur Sache bei, aber hey. Mit denen chill ich jetzt noch ganz oft auf Skype und so. Ja. Bist du sicher, dass das Treffen auf diesem Rastplatz stattfindet? Soll ich Charlie anrufen? Sehr witzig. Na also, dann fahren wir besser schnell zum nächsten, bevor wir das Frühstück ganz verpassen. Jo. Ich hänge mit denen ziemlich oft noch in Skype. Und ja, zwar richtig nette Jungs. Ich spiele mit denen APB und das Minecraft Together Projekt. Minecraft ist ja eher so ein bisschen unregelmäßig, eigentlich APB auch, aber das macht gerade übelst Laune momentan. Also ich habe gestern, ungelogen, habe ich mit dem Sir Pac-Man etwa, ja, fast 12 Stunden APB gezockt, am Stück. Wenn man die Pausen abrechnet, sind es vielleicht
9,5 oder 10 Stunden, aber am Stück ganzen Tag durchgesuchtet. Das Spiel macht so einen krassen Spaß. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Und ihr könnt es übrigens mitspielen. Ihr könnt es auch downloaden. Downloadet es einfach auf Steam. Ist kostenlos. Und ja, ihr könnt mich gerne auch anfragen in Steam oder in APB. Ich weiß gar nicht, gibt es in Steam eine Freundeslistenbegrenzung? Ich glaube schon. Solange bis meine Freundesliste voll ist, auf jeden Fall könnt ihr mich anfragen. Ich werde, hoppala, auch eigentlich jeden annehmen. Genau. Und auf APB dasselbe, könnt mich auch gerne anfragen. Und mich halt, mir halt dann mal zuflüstern, ob ihr, ja, halt eigentlich eine PN schreiben, aber in APB kann man über die ganze Map drüber flüstern. Wenn ihr mit mir zocken wollt, also wenn ich online bin, könnt ihr mich gerne mal in eure Gruppe inviten oder so. Hab ich nichts gegen. Ihr müsst dann vielleicht auch akzeptieren, dass ich halt mit dem Sir Pac-Man spiele und euch dann vielleicht einlade, aber ansonsten, ne? Also es hat schon mal jemand gemacht, ich weiß leider deinen Namen nicht. Speedmaster TM, glaube ich. Der hat gerade vorhin mit mir auch noch eine Runde gezockt. Ja, also ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Oh, scheiße. Mist, Mist, Mist. Ja. Komm schon. Yes, geschafft. Genau, also fragt mich da ruhig an. Auch auf Origin dürft ihr mich anfragen. Heiße ich genau gleich. Jetzt schau dir das an. Von wegen Frühstück. Zentrale für Cobra 11, wir haben einen weiteren Überfall auf einen LKW. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ende. Okidoki. Natürlich sofort Blaulicht anschmeißen. Aber die Sirene lassen wir heute mal aus. Weil, wie gesagt, das haben sie in der Serie auch nicht. Und das geht mir mit der Zeit einfach auf den Sack. Ach, wir müssen ihn abschießen. Bleib stehen, du Sackgesicht. Wow, er schießt zurück. Scheiße. Ups, da ging daneben. Der auch. Wow, Alter, ist der besoffen. Wow, ausweichen, ausweichen. Und bam. Wow, wow. Verflucht. War nicht so geplant, oder? Nee. Cobra 11 an Zentrale, schickt einen Krankenwagen, schnell. Ist unterwegs zu euch. Was ist passiert? Seh mir, sag spontane Selbstentzündung. Wir müssen von der Schusswaffe Gebrauch machen und... Den Rest kann ich mir denken. Und schick gleich einen Abschleppwagen und die KTU soll sich bereit machen. Ja, da werden sie nicht mehr allzu viel finden, denke ich. So, die Fälle. Der Tuner Club. Da das ein Tuner Club ist, denke ich... Ach, das ist da, wo wir am Undercover drin sind, ne? Dann sollen wir vielleicht einen Zivilwagen nehmen. Nehmen wir den S-Klasse-Verschnitt hier. Also. Seh mir, Ben, Sie wollten mich sprechen? Ja, Chefin, gestern haben wir Infos bekommen, dass in der Tuner-Szene zwei Typen aufgekreuzt sind, die nicht sauber sind. Seh mir, das klingt mir etwas vage. Details? Die zwei Typen tragen Waffen bei sich und verhalten sich nicht wie alle anderen Tuner. Die Namen haben wir gecheckt, kein Eintrag. Aber der Waffenbesitz ist nicht gemeldet. Keine Temposünden, noch nicht mal falsch geparkt. Aber ihre Meldeadressen haben sich in den letzten zwei Wochen viermal geändert. Und Sie sehen hier Handlungsbedarf? Ja, Chefin, weil ich auch unserer Quelle vertraue. Ich weiß ja nicht, wer Ihre Quelle ist, aber im Moment sehe ich nicht mehr als eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes. Wie ist Ihre Meinung, Ben? Ich stimme mit Sie mir überein. Und es geht sicher um mehr als den Waffenbesitz. Angenommen, Ihre Ahnung stimmt. Haben Sie auch schon einen Plan? Ja, wir werden Mitglied im Tuner-Club und sehen uns dort um. Unser alter Freund Hartmut von der KTU hat mal ausgemusterte Dienstwagen aufgemotzt. Die Wagen stellt uns zur Verfügung. Da streichelt sein Tuner-Ego. Meinetwegen. Aber ich möchte, dass Sie andere Fälle vorrangig bearbeiten, die eindeutig in unser Aufgabengebiet fallen. Chefin, das versteht sich doch von selbst. Ja. Ja gut. Dann lass uns loslegen. Oho. Das ist ein schönes Auto. Mal gucken. Lässt sich auch schön driften. Mike ist nicht so schräg, wie du denkst. Wie lange kennst du ihn schon?
Mike ist eigentlich Polizeibeamter, hat aber schon vor einigen Jahren den Dienst quittiert. Es war ihm alles zu bürokratisch. Und dann hat er einen Dienstunfall, den er nie ganz weggesteckt hat. Mike war Polizist? Ja, er hätte unsere Laufbahn eingeschlagen. Im Grunde ist er auch ein ganz guter Typ. Hat halt ein bisschen Pech gehabt. Jetzt verstehe ich auch, dass du ihm vertraust. Ich dachte immer, es geht nur um seine Knöllchen. Seine Delikte lasse ich aus den Akten fallen, wenn ich mir damit keine Probleme einhandle. So, also die Karre. Bis auf das, dass ich keine FPS krieg. Ich mach mal kurz. So, Aufnahme neu gestartet, dann geht's wieder. Ja, also die Karre ist richtig geil. Schön Heckantrieb, man kann es schön wieder einfangen. Also ihr habt vorhin gesehen, wie ich auf die Autobahn eingedriftet bin. Und auch hier. Ist nett. Geht auch ganz gut ab. Die Bremsen ziehen auch ganz ordentlich. Kann man sich nicht beschweren. Wir würden gern bei euch mitmachen. Können wir uns hier anmelden? Wir betreiben hier aber keine Schrauberworkshops. Unser Club ist hauptsächlich ein Treffpunkt. Wir organisieren Rennen für Amateure auf offiziellen Rennstrecken. Wissen wir alles schon? Kennt ihr Leute, die Mitglied sind? Den Tipp haben wir von einem befreundeten Imbissbudenbesitzer, bei dem die Jungs oft rumhängen. Okay, dann füllt die Anmeldebögen aus und ich sag den Jungs Bescheid, die gerade da sind. Bescheid? Bei uns ist es Brauch, dass es ein Mitglied-Willkommen-Rennen gibt. Ein schöner Brauch. Wir sind schon in den Startlöchern. Jo. Gefällt mir wirklich. Kann ich den Jungs direkt mal zeigen, wo der Hammer hängt? 4 Runden. Alter Schwede. Ach du Scheiße, das könnte eine Weile dauern. Ich werde hier 1-2 Runden brauchen, um mich einzufahren. Ja, Alter, ich bin auch noch da. Also ich muss sagen, die Fahrerphysik ist eigentlich ganz gut umgesetzt, was hier auf dem Boden abgeht eigentlich. Weil, wenn man... Ich zeige euch gleich mal. Ja. Wenn man hier in... Ja, das wird jetzt dumm. Wenn man in der Kurve schon zu früh Gas gibt, dann dreht es einen wirklich komplett raus. Was ihr wahrscheinlich auch noch oft genug sehen werdet, weil ich kann... Ich habe ein bisschen schweren Gasfuß. Und deshalb kommt die Karre auch dauerhaft quer. Einerseits wegen meinem Gasfuß, andererseits, weil ich es auch provoziere. Weil ich einfach gerne quer fahre. Weil, naja, fährst du quer, siehst du mehr, wa? Ja, der ist geklaut. Aber, hey. Das war ein bisschen zu quer. Aber die hängen immer noch hinterher mit ihren... Jaguar und Lamborghini und Ferrari verschnitten. Und Porsche Verschnitte gibt's auch noch. Alter, aber den kann man richtig schön um die Ecken treiben. Ist ja richtig geil. Ich mag die Karre. Hartmut, gute Arbeit. So. Halla die Waldfee, 1 Minute 48. Das könnte eine Weile dauern. So, hier in die Eisen. Wir können eigentlich viel später bremsen als die KI, weil die KI keine Ahnung was anstellt. Wenn wir voll in die Eisen lang, ich muss einfach auf einer Geraden bremsen, weil ich, wenn ich voll in die Eisen gehe, kann ich nicht mehr lenken, weil ABS aus. Ja, aber wir können einiges später bremsen. Außer hier. Aber dann darf ich halt einfach nicht die Bremse komplett durchtreten. Oh, gefangen. Also ich habe auch schon einen Drift hingelegt, das ging es dann über die Felder in die Mauer rein. Aber Alter, ich muss mich gerade selber loben. Also die Drifts, die ich gerade hier hinlege, die sind nicht schlecht. Bis auf den hier. Aber die Karre sieht richtig schön aus. Schön detailliert, sogar mit Rückfahrsensoren, wenn ich das richtig sehe. Im schönen Heckdiffuser. Schönen kleinen, dezenten Spoiler, wie es gehört eigentlich auf diesem Auto. Alter! Die Karre driftet so geil!
Ich meine, das sind Welten zwischen dem und dem anderen. Weil, also dem normalen Dienstwagen von Zemir. Das hier ist ein getunter Dreier. Und alter, geht der quer? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr seht es ja gerade nur, aber der andere, das ist so eine, also den normalen Dienstwagen von Zemir, es ist so eine Qual, den quer zu treiben. Und den hier in der Kurve einmal kurz Gas geben und das Heck schwänzelt schön auf. Alter, ist die Karre geil. Richtig geile Karre. Also so auf Rennstrecken die zu bewegen ist gut, aber ja, im öffentlichen Verkehr denke ich, wird die hier nicht so geil zu fahren sein. Weil sie dafür einfach nicht wirklich gemacht ist. Alter, die ganze Kurve durchgedriftet, habt ihr das gesehen? Ja, ihr habt's gesehen. Wow, gerade noch so gefangen. Das auf der Wiese driften ist doch nicht so das, was ich eigentlich erreichen will. Mit der Karre kannst du nicht normal fahren, weil die dauerhaft quer kommt, Mann. So, die letzte Runde versuche ich mal anständig zu fahren, ohne zu driften, ne? Ich versuch's jetzt wirklich. Nur die Kurve da vorne, die darf ich noch driften. Die darf ich. Das muss jetzt ein Monsterdrift werden. Ja, außer der Motor sauft ab. Yay. Das hat Zeit gekostet, aber hey, wir haben Zeit. Wir haben richtig Zeit. Die kommen erst da hinten um die Ecke geschlängelt. Letzte Runde. Alter, wo haben wir denn die 3% Schaden? Sehe ich erst gerade jetzt. Wir haben gar nichts berührt. Ich sagte nicht driften. Siehst du, mit der Karre. Ich versuche jetzt wirklich. Ich will wirklich nicht driften, aber die Karre, die kommt einfach quer. So, nächste Kurve probiere ich dann nochmal ganz anständig, um die Kurve zu fahren. So, schön anbremsen. Gas geben und voll aufs Gas. Ach, geht doch. Wenn man's. Wow. Außer hier muss ich dann kurz. Die Kurve macht zu. Unterschätzt sie. Die hier auch. Alter, macht die zu. Man unterschätzt viele Kurven eigentlich hier. Man hat hier schönen Überblick und zack, hier macht sie zu. Aber er schiebt über die Vorderachse, das gefällt mir nicht so. Könnt ihr jetzt mal gucken, ich lenke voll ein. Ja gut, ich habe jetzt auch Vollgas gegeben, dann kommt das Heck. Aber da vorne probiere ich es euch nochmal zu zeigen. Der Wagen hat vorhin könnt ihr nochmal zurückspulen und schauen. Der Wagen schiebt über die Vorderachse, was er eigentlich nicht tun dürfte, weil er ein Heckantrieb ist. Seht ihr? So, das wird ein easy-peasy-Ziel. Whoppa. Hallo, ich bin Gregor. Aber mich nennen alle Cracker. Willkommen im Club. Wie heißt ihr? Ich bin Sebastian. Werd aber auch nur Bastian gerufen. Ich heiße eigentlich Suleiman.